Geht's los? Herzlich willkommen bei den Farming Nerds. Du kennst den Text. Willst du nicht mal anmoderieren? Ich? Ja, warum nicht? Mir läuft. Bin mir so unsicher. Herzlich willkommen bei den Farming Nerds. Warte. Wir müssen erst noch das Intro machen. Ja, mache. Herzlich willkommen bei den Farming Nerds. Wir sind wieder in Italien zusammen mit Tobi, Flo, Heidi und dem Bonkers. Ja, und damit direkt zu Tobi, der steht nämlich so schön vor der Halle. Ganz genau, mit dem Hallöchen zusammen erstmal. Huhu. Hi. Grüezi. Ja, und wie ihr gerade gesehen habt, auf der Bühne steht unser Hallo Heidi. Steht unsere neueste Errungenschaft, der blaue Fiat Agri, und den haben wir eben gerade hier in der Werkstatt mal aufpumpen lassen. Aufpumpen, ja, richtig tunen lassen von 100 PS auf 140 PS, weil wir in der Pause zwischendurch festgestellt haben, bergauf geht gar nicht mit der Lore. Also haben wir ihm ein bisschen mehr Power verpasst und damit kann er jetzt hoffentlich auch viel besser abfahren. Aber abfahren, das müssen wir in dieser Woche auch unheimlich viel. Wir fragen nach der Verteilung der Aufgaben. Heidi, was machst du in dieser Woche? Ich werde wieder Kartoffeln machen. Also, ernten weiter. Wir haben noch das eine Feld, das Feld 19, 15, was war es, 15? 15 meine ich. Und dann sind wir, glaube ich, mit Kartoffeln durch, es sei denn, es ist ein neuer Auftrag da. Schauen wir doch mal. Bonkers, hi, gut, dass du gerade da bist und im Bild. Was machst du so? Ich gucke jetzt, was da noch zu tun ist, weil wir haben ja im Prinzip drei Traktoren. Und wir haben drei, oder? Ja. Ja, genau. Wir sind vier Leute, deswegen muss ich halt springen wahrscheinlich. Haben wir keine... Wir hatten doch aber letztes Mal auch... Ich muss mal gucken. Ich glaube, wir hatten den Auftrag abgeschlossen, dann ist einer weggeploppt. Nee, wir haben den Waltra, wir haben den roten von Heidi, wir haben stimmt, den blauen, wir haben ja noch den Dings, wir haben ja noch den Hürdimann. Also genug ist da. Falls wir beide abfahren, müssen wir doch nochmal überprüfen, ob wir nicht vielleicht die Trecker tauschen. Ja. Weil der hier eventuell zu schwach für dich ist. Also für das, was du abfahren sollst, ja. Da müssen wir nochmal drauf achten, dass wir eventuell doch nochmal tauschen. Ja, und während Flo sich hier gerade einen Brummkreisel fährt, sodass mir schon fast schlecht ist, das war knapp. Was machst du in dieser Woche? Rüben. Möchte jemand, weil in der letzten Woche kristallisierte sich heraus, dass es dann doch eventuell ein bisschen eintönig werden kann. Möchte jemand tauschen? Nee. Heidi? Ich frage von Freund. Ich habe ein bisschen... Ja, nein, ich weiß nicht. Ja, nein, was? Vielleicht. Womit könnte ich denn tauschen? Was gäbe es denn im Angebot? Also, da Flo auf der Erntemaschine bleibt, gibt es zwei Abfahrerjobs. Nee. dann möchte ich weiter Kartoffeln ernten. Ja, Dennemann, ne? Bonkers, der Blaue gehört dir. Ja. Und Flo, wir müssen zurück aufs Feld. Und Heidi kann auch zurück aufs Feld springen. Dann fangen wir mal an. Aber ich rein, Heidi. An diesem Montag. Achso, Entschuldigung. Entschuldige bitte. So ist entschuldigt. Heidi ist bereits entschuldigt. Heidi ist... So, da ist er wieder, mein kleiner Plastikhobel, der Waltra. Oh, wie gut er sich fährt. Der Waldschrat. Aber ich hatte doch hier Anhänger abgestellt. Wo sind denn die schon wieder hin? Unterwegs. Achso, ja stimmt, mit denen warst du unterwegs, ne? So, welches Feld soll ich jetzt mit den Dingen? Du fährst 15. wieder hoch zu Feld 15 zu Heidi. Gut. Oh, da ist ein Schild. So. Und ich habe ja gelesen, die Leute wollen gerne sehen, wie man von innen fährt. Also das Rückwärtsansetzmanöver heute auch von innen. Oh, wie gewagt. Warte. Hey, du fährst ja sonst auch von innen immer, oder? Nur ich. Ja, nicht. Leck mich fett, ich kann ernten. Tobi ist glücklich. Nee, das ist mega. Die Idee von Flo geht auf. Aus der letzten Woche. Mhm. Gab es eine Idee? Ja, dass einer weitermacht, während der andere abfährt. Ich will aber nicht in die Anhänger in diese hässliche Bucht reinfahren. Ach so, das war's.
Frage. Den großen Anhänger konnten wir nicht nehmen, weil das die nur ausgeliehen waren, ne? Ja. Hab mir jetzt wirklich Mühe gegeben. Beziehungsweise wir wollten versuchen, ob das eventuell doch klappt. Ach so. Dann probiere ich es mal. Heidi, auch Heidi hat da schon was reingemacht. Was hat Heidi gemacht? Heidi. Mann, Heidi. Heidi hat da was reingemacht? Ja, ey, echt jetzt. Wo hat die Heidi reingemacht? Ich weiß es nicht. Pantoffeln da reingemacht. Pantoffeln. Oh, mies voll. Fahren ja alle wie Sau. Alle. Außer du natürlich. Nein, ich nicht. Bonkers fährt vorschriftsmäßig wie immer. Genau. Vorschrift, Bonkers. Das ist ein Unsinn. So, ich komme jetzt mal mit einem so einem großen Hänger. Dann probieren wir das mal. Was er gut kann, ist langsam fahren und schnell bremsen. Wo sind denn die kleinen Hänger? Neben Feld 16. Dann hole ich die schon mal hinterher, ne? Da, wo Bonkers jetzt ist. Heidi! Sind die schon leer oder muss ich noch abfahren? Leer. Alrighty. Ups. Oha, jetzt. Überholen im Kreisel. Auf der anderen Seite oder was? Ja. Dazu sind doch Kreisel da, oder? Ja, natürlich. Ja. Man sagt, man nennt die auch Richtungsänderungsgeräte. Das ist wie bei UNO, dann andersrum. Genau. Wenn du in den Kreisel reinfährst, ist Richtungswechsel. Nice, so. Ultra nice. Bernd, du bist hier vorhin durchgefahren, als die Schranke runtergegangen ist, oder was? Oh ja. Kriegt man sowas hin? Naja, gar nicht halt, ne? Was denn jetzt für ein Lag? Ach ja, Heidi, unser Kartoffelkäfer. Heidi McCain. Heidi McCain. Das fällt auf einmal mega. Also, der macht die Kartoffeln rein in den Hänger. Ja, das ist ja cool. Ich weiß nicht, ob das schon. Die Rüben. Ja, Rüben, Kartoffeln, ist alles. Ja, alles weit. Weißt du, da hier Scheiße. Alles weit. So egal. So alles Weizen. So alles Weizen. Jetzt im Getreide geht Getter sie aus. Ja. Hilfe. Macht euch nur lustig. Ja, ihr lieben Farming-Nerds, kurze Frage und damit auch die Frage in die Community. Sobald, irgendwann, denn in 100 Jahren ist das Feld hier ja auch mal leer gerupft, was wollen wir denn da drauf machen? Habt ihr schon Ideen? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Und was meinen die Farming-Nerds? Rüben. Ein Parkhaus. Rüben. So, ein Parkhaus. Au. Oh. Hallo. Ja, aber ich weiß nicht. Ich wäre tatsächlich für sowas wie ein Getreide, ein Weizen oder was ich auch gut fände, wäre so Soja-Zeugs. Ja, Soja zum Wir müssen Beispiel vielleicht mal gucken, was relativ günstig in der Pflanzung ist und gut im Abverkauf. Ja, ich glaube eher, wir sollten gucken, wenig, was wir ernten können. Was wenig teure Geräte braucht. Genau, das meine ich. Mhm.
Weil einmal ein Mähdrescher leihen ist halt eh eine Sache, aber wenn du dann so einen Keiler brauchst und weiß ich was noch alles, wird schwierig. Alter, warum leckt denn das so? Ja, ich habe nicht die geringste Ahnung. Wie viele hast du schon? Sind so Dinge. Hä, was ist denn? Was los? Okay. 52. Wer schnaubt denn hier heute so? Ich nicht. Mir geht's gut. Bestimmt meiner. Ja, noch ein bisschen weiter. Weil ich jetzt so scharf eingestellt bin. Mhm. Oh ja. Frau Heidi hat nämlich was an ihrer Grundeinstellung geändert. Ja, genau. Frau Heidi wählt jetzt AfD. War? Entschuldigung? Wenn wir mal hier nicht komisch, ja? Ah, das, dafür sollte man sich auch entschuldigen. Das stimmt. Obi hat's gesagt. Ich würde gar nicht auf die Idee kommen. So ein Schwachsinn. Das ist richtig. So ein Unsinn. Ja, oder nicht? So ein Unsinn. Ja, aber bring doch mal den Großen her, Tobi. Tobi. Sekunde. Ja. Oh, da bist du. Bist du schon voll wieder? Na klar. Na, warum sagst du nicht, Jo? Ich bin voll. Na gut, dass du was gesagt hast. Gerne. Rechts muss ich dran, ne? Mhm. Oh. Geil. Tobis Traktor klingt ziemlich gut. Hä? Weil du den jetzt fährst, oder was? Nee, weil ich gerade den Sound gehört habe. Also irgendwas geht nicht mit rechten Dingen zu. Was ist denn los? Es ist vielleicht die Ameise im Bildschirm. Ja, das laggt mega. Und jetzt wurden die Kartoffeln am Anfang nicht angezeigt, die da bei Kobi rübergeladen werden. Hier ist was. Wahrscheinlich, weil es Rüben waren. Nee. Entschuldigung. Alles ja egal, was das ist. Ich konnte es nicht mehr. Das war so eine schöne Vorlage. Du lagst aber tatsächlich ab und zu. Naja, echt mal, lass es mal. Also witzig ist, dass normalerweise laggt ja das ganze Spiel dann, aber. Also mein ganzer Monitor, es laggt aber nur dein Avatar. Hm. Aber klar. Oh. Wie voll ist denn der Hänger? 12.000. Von? Na, ich schätze mal, ist die Hälfte. Von 10.000. Irgendeiner hat hier Hänger in die Bahn gestellt. Heidi, kannst du mal X drücken? Drück mal alte 4, Heidi. Nein. Sag mal. Nein. Kannst du mal X drücken, bitte? Na, aber wenn ich X drücke, passiert nichts, weil ich das Rohr ausgefahren habe, glaube ich. Okay, alles klar. Warum fragst du das denn? Weil ich wissen wollte, ob was passiert. Nee, es passiert leider gar nichts, danke für dieses wenn du das Gespräch. Rohr ausgefahren hast. Was? Ach, wie sieht's bei dir aus, Flo? Kann ich schon wieder kommen? Nee, ich komm. Flo, kannst du mal X drücken? Anhalten. Was kann ich? X drücken. X drücken. Ja, hab ich. Wenn du das Rohr einfährst, Heidi? Warte. Gut, drück mal dann X, bitte.
Kannst du jetzt das Rohr ausfahren? Nee. Okay, also gut. Ich dachte nur, es wäre vielleicht einfacher zu entladen, wenn das Ding halt nicht so schief steht, aber das macht er offensichtlich nicht. So, wohin soll das jetzt halten? Wieder nach Norden? Genau, wieder da oben hin. 85%. Scalo, merci, bitte. Es fühlt besser, okay, wenn wir jetzt den zweiten großen Hänger noch mitnehmen beim nächsten Mal. Also Bonkers, wenn du den leer gemacht hast, bring den mal hierher. Aber Heidi braucht die Hänger. Keine Panik, andere. Die kriegt andere. Ich hänge schon mal an. Das ist zu spät. Ich habe jetzt Panik. Die kriegt andere. Die, sollen wir sagen, er kriegt andere, oder was? Nein. Aber ich möchte gar keine anderen. Bonkers fährt sonst schon so selten ab. Ich jetzt noch kleine Anhänger habe. Es war ein Spaß, schon gut. Oh. Ich habe nicht Lust, direkt zu Herzen genommen. Ihr seid voll die Mädels, echt, wie geil. Hallo? Hallo? Ah. Hallo. Hallo. Hey. Ich wittere eine Abkürzung. Ich wittere einen Unfall. Ach, Scheiße. Ich auch. Na, Flo. Rasthaus. Rasthaus? Rasthaus. Alter, wie der abgeht, der Traktor. Ich meine, ist jetzt kein Raupenfan, aber... Kann er jetzt... 13, 12... Kann er jetzt ein bisschen mehr? 11 Kilometer pro Stunde im Berg hoch, 10. Lass mich überlegen, 7 km/h mehr als vorher. Ja, mit Hänger. Hinten ja, 7 km/h mehr als vorher. Hat sich voll gelohnt, unsere Tuning-Aktion. Ja, den ganzen Abend habe ich in der Küche gestanden. Ja, und getuned. Und getuned. Meinst du, dass du 3 Hänger schaffst? Mit dem Kleinen? Mit dem Valtra, ja, klar. Alles klar. Ich kann nun jetzt keine Experimente hier auf dem Feld mehr machen, weil ich sonst einsinke. Aber knall mir den ruhig noch voll. 80%. Jetzt, vielleicht kannst du dann daneben fahren, rechts, aber... Oder ich, wie du willst. Fahr mal durch, ich komme dann hin. Kartoffeln. Ja, oh. Gut. Nee, ich wollte hinter dir rum. Ja, nee, ich mach. Also. Komm. Wie jetzt? Machst du? Warte. So. Jetzt soll ich jetzt hier an die Schlange ranfahren, oder was? Nee, da vorne. Thanks. Und damit bin ich voll. Und hinten nichts, nee. Oder was? Okay, ja, das geht aber jetzt. Okay, vielleicht hilft das. Das hilft. Nee, ich bin eingesunken. Abladen. Na, nee, irgendjemand muss mich mal hier rausschubsen. Ich bin komplett eingesunken mit dem. Aber Tobi, du hast doch extra trainiert. Ja, ja. Du hast aber da Klötze drunter. Ist nicht angehängt. Ich stehe frei. Kommst mit dem Auto nicht? Ich habe dich da gefragt, ob du sicher bist, dass du mit 3 Hängern schaffst. Ja, mit und ich habe gesagt, Krücke. Ich kann keine Experimente mehr machen. Und dann ging es los mit wer jetzt wen wohin.
Pferd. Nee. Warte, ich komme mal von hinten ran. Ja, einfach geradeaus durch bis auf den Rasen schieben. Ah, jetzt bin ich wieder da. So. Ich fahre den Gehänger raus. Slide. Alter Schwede. Und wo soll ich jetzt hin mit dem her? Ich komme jetzt zu dir. Der Flo ist so nett und fährt okay. Wieder raus aus dem Gestrüpp. Das macht er? So nett ist der zu mir, ja. Macht er sonst nie. Oh, dumme Autos. Zieh ruhig an mir vorbei nach vorne Richtung BGA. Ich hab mich den Autos in den Weg gestellt. So, liebe Freunde, und wie wir die Hänger dann zu Bonkers und Heidi fahren, ob das Ganze klappt und ob ich die Nummer mit den Autos hier vorne, das ist ja eine Provokation an den Straßenverkehr hier in Italien, ob ich das überlebe, das erfahrt ihr morgen am Dienstag bei den Farming Nerds. Nicht vergessen, 12 Uhr kommt die neue Folge, und wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen da, gerne auch ein Abo und oder auch einen Kommentar, und Daumen habe ich schon gesagt, oder? Hey, guck mal, da hinten kommt der Zug. Ach, wie schön. Hey. Grüße aus Italien, bis morgen, tschüss. Bis morgen. Bis morgen, tschüss. Tschüss.